Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's von mir ein Haul-Video, aber mit dem Unterschied, dass ich euch einfach mal ein paar Online-Shops vorstelle und euch auch zeige den Vergleich zu Online und Real Life. Also man weiß ja ganz genau, wenn man gerade in den chinesischen Online-Shops einkauft, dann ist es auch so, dass man halt auch manchmal böse Überraschungen hat. Demnach gesehen werde ich euch einige Sachen angezogen zeigen und euch auch die Bilder im Internet zeigen, damit man halt auch mal einen Vergleich hat. Aber ihr solltet wissen, ich werde euch jetzt nicht alles komplett angezogen zeigen, weil ich habe halt auch vorher auf Instagram ein paar Fotos gepostet und demnach gesehen würde das Video sonst zu lange dauern. Aber ihr solltet wissen, ich poste immer alles als erstes auf Instagram, bevor ich ein Video mache. Also falls ihr mir auf Instagram folgen solltet, dann wisst ihr auch, dass ihr immer up to date seid, wenn es um meine Klamotten geht. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt auch schon an mit dem ersten Online-Shop. Und zwar fangen wir an mit Shein. Da habe ich auch schon so einige Sachen gekauft und ich möchte gerne euch das erste Teil zeigen, was ich gerade anhabe. Und zwar ist das einmal mein Jumpsuit in Rot. Also ich finde den wirklich sehr, sehr schön, vor allem auch die Farbe. Und ich muss auch sagen, dass dieser Jumpsuit wirklich auch so aussieht wie auf dem Bild und auch von der Qualität her auch sehr, sehr schön ist. Ihr müsst aber wissen, dass dieser Jumpsuit auch sehr tief ausgeschnitten ist. Das heißt, der Ausschnitt geht bis hier nach unten und ich habe das halt mit einer Sicherheitsnadel zugemacht. Und auch, ich stehe mal ganz kurz auf, damit ihr das so seht, ist das hier mit einem Gurt versehen, also mit so einem Stoffgurt. Und dann habt ihr halt noch diese Taschen und ich fand diesen Jumpsuit so schön. Und auch hier hatte ich halt keine böse Überraschung erlebt. Alle Sachen, die ich auch online bestellt habe und euch auch hier im Video zeige, habe ich euch noch unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr draufklicken und euch die Sachen anschauen. Und ich würde sagen, wir machen auch jetzt weiter mit Shein. Und zwar möchte ich beginnen mit dem Kleid. Worauf ich mich am meisten gefreut hatte, das war wirklich dieses Kleid hier. Aber leider war dieses Kleid nicht so wie auf dem Bild. Also es war überhaupt nicht wie auf dem Bild. Klar, es ist sehr ähnlich von der Farbe und vom Schnitt. Aber als ich es dann bekommen habe, saß es einfach nicht, weil es einfach zu locker war. Und ja, ich weiß nicht. Auf dem Bild sieht das halt sehr sexy aus, sehr straff, aber wenn man es anzieht, was ich euch jetzt einblenden werde, sieht das einfach nur so, ja, läppisch aus. Demnach gesehen kann ich euch dieses Kleid nicht empfehlen und ich weiß nicht. Also, wenn man sich aber das Kleid so anguckt, es ist eigentlich vom Material nicht schlecht. Es ist auch von der Qualität her nicht schlecht, aber entweder bin ich zu klein für das Kleid oder zu schmal. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr halt etwas mehr Kurven habt und mehr größer seid als ich, dann würde das bestimmt gut aussehen. Aber bei mir saß es leider nicht, wie es hätte sein sollen. Dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Teil. Und zwar ist es ein Poncho. Sagt man dazu Poncho? Oder Jacke? Ach, also eine Jacke ist das nicht. Es ist eher ein Poncho, weil es sehr, sehr dünn ist. Und man kann sowas halt einfach im Sommer tragen oder am Strand sogar über den Bikini. Vom Stoff her kann ich sagen, es ist so ein bisschen so typisch Primark-Stoff, was man halt auch vom Primark kennt. Aber sonst finde ich die Jacke sehr schön und auch die ganzen Bestickungen hier und diese Bommel, ich sag mal dazu Bommeln, fand ich sehr schön. Und demnach gesehen war diese Jacke auch so wie auf dem Bild abgebildet und auch von mir eine Kaufempfehlung. So, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Teil und zwar einmal dieses Oberteil hier. Übrigens, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hören solltet, das ist meine Freundin Chuck, sie hat heute bei mir übernachtet, also nicht wundern. Wie dem auch sei, ich habe dieses Oberteil hier bei Shein gesehen, aber ich habe das als erstes bei Leila Milani gesehen und ich fand das so schön, deshalb habe ich mich auch umso mehr gefreut, als ich das auf dieser Seite gesehen habe. Ich finde dieses Oberteil sehr schön und es ist auch wirklich so wie auf dem Bild abgebildet. Und ich ziehe sowas halt sehr gerne an mit High-Waist-Hosen. Und ich werde euch das auch gerne mal angezogen zeigen. Und was soll ich lügen? Ich bin halt einfach auch ein kleiner Leila Milani-Fan. Deshalb muss ich das auch irgendwie haben. Also habe ich das auch nochmal bestellt. Dann mache ich weiter mit dem nächsten. Ich bin ein riesen Avocado-Fan. Also ich liebe es, morgens Avocados zu frühstücken. Und ich habe dann das hier gesehen. Ey, Leute, bitte, sagt mir mal, wie süß kann das sein? Das ist so zum Schlafen. Einmal so eine Hotpan und dazu
gibt es noch das Oberteil. Und da steht einfach mal Avocado drauf. Da sieht man eine Avocado, wie er Sport treibt. Ich finde es irgendwie so süß. Ich muss das unbedingt haben. Ich finde, dieses Pyjama ist wirklich richtig schön von der Qualität her. Es erinnert mich auch ein wenig an die Qualität von Hunkemöller. Ich übertreibe jetzt wirklich nicht, aber die Qualität ist wirklich richtig gut. Und die haben halt auch andere Muster, das müsst ihr euch anschauen. Ich stehe halt auf sowas, deshalb muss ich das auch mitnehmen. Genau, ich stehe einfach so ein bisschen auf Spitze und Rüschen und hast du nicht gesehen. Ich habe mir diesen Body hier gekauft. Ja, ich muss euch das jetzt nicht an mir angezogen zeigen, wenn ich ehrlich bin, weil das schon durchsichtig ist. Ich muss gucken, wie ich halt meine Fotos damit mache auf Instagram, dann könnt ihr das mal so sehen. Aber ja, wenn ich das jetzt für euch anziehe, dann würdet ihr jetzt meine blanken Busen sehen. Das muss jetzt nicht sein. Aber ich blende euch mal das Foto ein. Das Ding ist auch, die Qualität von diesem Body ist sehr, sehr schön. Wir haben halt auch hier diese, sagt man Riemchen dazu? Ich sag mal zu einem Riemchen. Aber diese Seidenträger, die müsst ihr halt so an den Schultern zumachen. Da habt ihr so eine Schleife. Finde ich sehr schön. Und als Hingucker unter einer Bluse, was ihr halt ein bisschen offen trägt, kann das wirklich top aussehen. Vor allem in der Farbe. Deshalb muss ich es halt auch mitnehmen, weil die Farbe einfach so schön ist. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, es muss aussehen wie auf dem Foto. Und das tut es. Genau. Ich habe einen neuen Online-Shop für mich entdeckt und ich bin so hin und weg von den Sachen, weil einfach alles gut aussah, was ich bestellt habe. Ich möchte anfangen mit einem Oberteil und zwar ist das so eine Nachahmung von Gucci. Mit dem Unterschied, dass hier nicht Gucci draufsteht, sondern Guilty. Und ich fand dieses T-Shirt so gut. Ich habe mal auf einer anderen Internetseite dieses T-Shirt auch gesehen, aber ich wollte es damals auch haben, nur mit der Aufschrift Gnocchi. Das gibt es nämlich bei Miss Pep, was ich euch auch unten in der Infobox verlinken werde, weil die Sachen sind wirklich so Hammer bei Miss Pep. Ich musste da einfach bestellen. Genauso wie dieses Oberteil. Ich habe das bei einer anderen Bloggerin gesehen und ich dachte mir so, oh mein Gott, woher hat sie dieses Oberteil? Das ist so cool. Es ist gewagt. Ich sage nichts anderes dazu. Es ist sehr gewagt. Eure Brust ist nur bis zur Hälfte bedeckt. Aber ich weiß nicht, ich musste das haben, weil ich das einfach so schön fand. Und dieses Oberteil habt ihr halt auch bei Miss Pep und es sieht auch aus wie auf den Bildern. Also alles, was ich bei Miss Pep bestellt habe, sah auch wirklich aus wie auf den Bildern. Demnach gesehen kann ich euch diese Online-Seite sehr ans Herz legen. Hinten habt ihr noch das Oberteil und zwar ist es komplett aus Netz. Also ich weiß nicht, ich fand es schön. Ist nicht jedermanns Sache, weil es halt schon sehr gewagt ist, aber ich stehe drauf. So, dann habe ich noch was und zwar ein Body in Bordeaux. Auch das werde ich euch jetzt nicht angezogen zeigen, aber es sieht so sexy aus. Es ist so schön, vor allem wenn ihr sowas unter einer Bluse trägt. Als kleiner Hingucker fand ich das mega schön, auch von der Farbe her und auch die Qualität ist einwandfrei. Und jetzt kommt das letzte Teil. Ihr werdet jetzt alle so ein bisschen geschockt sein bestimmt, wenn ihr das seht. Und zwar habe ich mir einen Rock bestellt in Lackleder. Ich musste es haben und ich bereue es auch nicht, weil es sitzt wie angegossen, es macht eine Hammerfigur. Und wenn man das Ganze mit einem schönen T-Shirt kombiniert, ich würde jetzt nicht sowas dazu tragen und dann das hier, das würde schon ein wenig zugewagt aussehen. Aber wenn man das richtig kombiniert, sieht sowas nicht billig aus. Es kann sehr elegant aussehen und sehr, sehr edel. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Online-Shop, was ich euch auch gerne zeigen möchte. Und zwar machen wir, ja, wir fangen an mit dem ersten Kleid, was ich bestellt habe. Ich fand es auf dem Bild sehr schön. Ich fand es sehr süß. Auch dieses Kleid ist okay von der Qualität. Es ist noch im Rahmen, aber es ist nicht wie auf dem Bild abgebildet. Also ich finde, auf dem Bild wirkt das schon sehr flach und das Dekolleté wirkt anders. Aber hier haben wir halt so ein herzförmiges Dekolleté. Auf dem Bild sieht man halt, dass es tiefer ausgeschnitten ist. Also so. Und dass das Ganze halt bei ihr so aussieht, als ob man noch Bügel hat.
Habt ihr bei dem nicht, aber ihr habt so Brusteinlagen, damit eure Brüste schön platziert werden und ja, ein schönes Dekolleté bekommt. Aber dieses Kleid, ich weiß nicht, es ist zwar sehr süß, aber ich finde, es wirkt einfach sehr kindisch bei mir. Dann habe ich noch hier von Joins ein Playsuit, sag mal Playsuit dazu. Und zwar ist es das hier. Das habe ich euch auch auf Instagram gepostet. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Von der Qualität her, vom Stoff her, von der Tragbarkeit her. Und ich weiß nicht, ich habe mich so sehr in diesen Playsuit verliebt. Ihr müsst nur aufpassen, falls ihr sehr, sehr schmal seid, ist das oben ein wenig vielleicht zu locker. Da müsst ihr halt ein bisschen nachhelfen, aber es ist okay. Bei mir war es noch okay. Nur solltet ihr wissen, wenn ihr sehr, sehr, sehr schlank seid, kann das auch ein bisschen rutschen. Aber an sich tolle Qualität und ein sehr, sehr schönes Teil. Dann habe ich noch ein Kleid für euch. Ich fand das so süß und ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Habe ich auch schon angezogen, werde ich auch sehr oft darauf angesprochen, wurde ich. Und das ist dieses Kleid hier. Sehr, sehr sweet. Es ist sehr tief ausgeschnitten, solltet ihr wissen. Also es ist von hier bis hier tief ausgeschnitten. Aber man muss gucken, das war eigentlich okay, weil ich habe ja halt diese Rüschen davor gehabt und man sah nicht so viel. Dieses Kleid ist von der Qualität her auch sehr schön, sehr gut. Und es sieht auch aus wie auf dem Bild. Jetzt kommt wieder ein Playsuit. Danach haben mich auch so viele auf Instagram gefragt. Leute, ihr solltet aber wissen, ich verlinke immer auf Instagram alle Seiten. Ihr müsst immer drauf klicken einmal, dann muss ich nicht immer die Fragen beantworten, weil mittlerweile beantworte ich auch keine Fragen mehr, weil die Sachen sind immer verlinkt. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß das. Und dieser Jumpsuit war so angefragt. Ich liebe diesen Jumpsuit auch. Ich sag nur Jumpsuit, es ist ein Playsuit. Es ist vom Stoff her sehr leicht, sehr schön, vom Schnitt her ganz edel. Und ich muss das unbedingt haben. Ich werde euch einfach mal das Foto und mal vielleicht, wenn ich ein kurzes Video habe, auch einblenden. Ich weiß es nicht mehr. Aber dieser Playsuit ist auch sehr edel. Was ich auch daran sehr schön finde, ist, es ist unten an den Beinen breit geschnitten. Und ich mag das, wenn das noch so einen Schlag hat. Ich möchte euch jetzt das letzte Teil zeigen, worauf ich mich auch sehr gefreut hatte. Also ich habe mich auf dieses Kleid auch sehr gefreut, weil es im Internet einfach so schön aussah. Vor allem stehe ich auf diese pastellgelben Töne oder generell diese weichen Töne. Auf dem Bild sieht dieses Kleid ganz anders aus. Als ich es bekommen habe, dachte ich mir so, was ist das? Das sieht aus wie Esspapier von der Farbe her. Und ja, es sieht einfach aus wie ein OP-Hemdchen. Es sieht überhaupt nicht aus wie auf dem Foto. Ich zeige euch das auch angezogen. Und das war für mich leider eine Enttäuschung, aber okay. Wenn man halt nicht oft in Online-Shops einkaufen geht, also gerade in diesen China-Online-Shops, dann macht man viele Fehler und man hat auch viele Enttäuschungen, aber man entwickelt ein Auge dafür. Klar gibt es ab und an mal eine böse Überraschung, aber mittlerweile, ja, kennt man sich halt ein bisschen damit aus und man sieht auch, was gut aussieht und was nicht und was halt billig aussehen könnte, was nicht, von der Qualität her. Und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall dennoch, auf diesen ganzen Internetseiten zu surfen und was zu bestellen, weil ich bin ein Mensch, wenn ich normal draußen shoppen gehe, dann kaufe ich mir so diese ganzen Basic-Sachen. Aber wenn ich zum Beispiel online shoppen gehe, dann stehe ich einfach auf Klamotten, die kein anderer hat. Ich werde euch, wie gesagt, alle Teile unten in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr darauf zugreifen und ich würde sagen, ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua! Eure Soraya. Ciao.